Heute geht es um Flüssigkeiten und wie man diese angeben kann. Flüssigkeiten werden immer in Litern und Millilitern angegeben. Die Abkürzung für Liter ist ein kleines L und für Milliliter ein kleines ml. Dabei gilt immer: Ein Liter sind genau 1000 Milliliter. Auf vielen Gefäßen ist angegeben, wie viel hineinpasst. Ein paar Beispiele habe ich dir mitgebracht. In ein Tetrapack Milch passt 1 Liter. In eine Flasche Wasser passt häufig 750 Milliliter. In ein Trinkpack passen oft 500 Milliliter. In ein Babyfläschchen passen zum Beispiel 250 Milliliter. In ein kleines Glas Wasser passen häufig 200 Milliliter. Und ich habe noch einen ganz kleinen Messbecher gefunden. In diesen passen nur 100 Milliliter. Nun wollen wir immer auf einen Liter ergänzen. Dabei erinnerst du dich, 1 Liter sind immer 1000 Milliliter. Ich habe ein Trinkpack mit 500 Millilitern. Wie viele brauche ich noch, um genau 1 Liter zu haben? Mir fehlt noch genau ein Trinkpack, um auf 1 Liter zu kommen. Ich habe ein Babyfläschchen mit 250 Millilitern. Wie viel brauche ich noch davon, um genau 1 Liter zu haben? Mir fehlen noch 3 Babyfläschchen. Ich habe ein Glas Wasser mit 200 Millilitern, aber ich möchte genau 1 Liter haben. Wie viele Gläser brauche ich noch? Insgesamt brauche ich 5 Gläser. So habe ich genau 1 Liter, nämlich 1000 Milliliter. Und von meinem kleinen Messbecher? Du erinnerst dich, in diesen passen nur 100 Milliliter. Wie viel brauche ich denn noch von diesen? Insgesamt brauche ich 10 solcher kleiner Messbecher. Du kannst nochmal nachrechnen. Zuletzt wollen wir noch auf immer genau 1 Liter ergänzen. Wir haben 250 Milliliter, wollen aber 1 Liter haben. Wie viele Milliliter fehlen? Uns fehlen 750 Milliliter. Wir haben 10 Milliliter. Wollen aber genau 1 Liter. Uns fehlen 990 Milliliter. Wir haben 800 Milliliter, wollen aber 1 Liter. Was fehlt?
200 Milliliter fehlen uns. 25 Milliliter haben wir, wir wollen aber einen Liter. Uns fehlen noch genau 975 Milliliter. Denn du erinnerst dich, wir müssen immer genau auf 1000 kommen, denn ein Liter sind genau 1000 Milliliter.